Einen wunderschönen guten Tag, liebe Täter, und herzlich willkommen zur aktuellen Wiedergabe in der Rohstoffsektion der Formationstäter. Heute ist Donnerstag, der 24. Januar 2019. Und Täter, ich habe mich ja beim letzten Mal so richtig weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, also wir werden nicht so einfach an der 1300 vorbeikommen. Es ist eine ehemals trendunterstützende, jetzt trendbegrenzende Linie auf uns wartet. Wir haben knapp oberhalb der 1300er Marke diese horizontale. Hier Widerstand, Unterstützung, 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 fällt durch, kämpft, zackatum. Und dazu noch die psychologische Widerstandsmarke. Und deswegen habe ich gesagt, es wird entweder so sein, dass der Markt hier konsolidiert, konsolidiert, konsolidiert und die 20-Tage-Linie nähert sich wieder dem Kurs und wir schaffen es dann aus der Konsolidierung einen Ausbruch zu machen oder scheitern oder wir scheitern sofort. So, wir haben die Konsolidierung bekommen, der Markt hat es versucht und ist gescheitert. Und wir sind unterhalb der 20-Tage-Linie. Jetzt könnte man sagen, ja, aber warte mal, wir haben doch hier so eine schöne umgedrehte V-Formation. Wir haben doch diesen Kanal bullisch aufgelöst und jetzt sitzen wir da drauf, ist eine Unterstützung. Ist richtig. Und gegen die V-Formation sage ich auch nichts. Und ich sage euch und Ihnen auch, dass im Falle eines Pullbacks der Goldpreis eher das Potenzial hat, wieder Unterstützung zu finden. Nur jetzt gerade ist es so, wir sind erstmal gescheitert. Wir haben auch die 20-Tage-Linie bärisch aufgegeben. Und deswegen der nächste Anlauf an die 1300 aus technischer Sicht. Und wenn nicht irgendetwas fundamental, vollkommen Überraschendes passiert, wird auch nicht da durchgehen. Im Gegensatz dazu sogar, wenn ich euch einmal hier die Stunde zeigen darf, schaut mal, der Markt konsolidiert, kriegt hier einen Kopf, kriegt hier einen auf den Kopf und läuft in einer Art Bärenflagge. Das heißt, in der kleineren Zeiteinheit sehe ich hier eine Bärenflagge mit dem Potenzial, dass es bärisch aufgelöst werden kann. Und dann erste Unterstützungszone ist im Bereich von 1260. Für den Fall, das halte ich gerade für wahrscheinlicher in Richtung 1260. Ja, es ist noch EZB, steht noch an, wir wissen nicht, was mit den Briten ist. Es gibt diverse Themen, rein technisch, 1260 wahrscheinlicher. 1260 wäre die erste starke Unterstützungszone und hier könnte auch schon der Goldpreis drehen, wenn er besonders bullisch ist. Ich kann nur nicht hier bei 1260 sagen, oh, kaufe ich, weil ich ja Gold gerade so stark finde. Warum denn nicht? Denn diese richtig wichtige horizontale, starke, ehemalige Widerstand, jetzt Unterstützungszone, ist bei 1240. Da ist die 200-Tage-Linie und da ist auch die 20-Wochen-Linie. Das heißt, die richtig starke Unterstützung, die gibt es hier unten. Hier im Bereich der 1240. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zone um die 1240 hält, halte ich für deutlich größer. Und dann ist auch so, dass man das eher aggressiver kaufen kann. Für den Fall aber, dass der Goldpreis hier bei 1260 schon stecken bleibt, wäre das eher bullisch. Was machen wir jetzt daraus? Gut, das ist eine starke Unterstützungszone. Sehe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass es hält. Nur für den Fall, dass der Goldpreis hier hinkommt, ist es auch nicht so wahrscheinlich, dass wir sofort beim nächsten Mal durch die 1300 drüber gehen. Das heißt, dann ist das Ziel, wenn man das hier handelt, aus meiner Sicht dann wieder in Richtung 1275, 1280, wenn er richtig stark ist, 1300. Vielmehr ist dann in der ersten Welle nicht drin. Und dann muss man gucken, okay, machst du jetzt hier wieder ein Doppeltop oder machst du nochmal ein höheres Tief und in der Folge gehst du vielleicht durch und so weiter und so fort. Hoffe, dass das verständlich ist. Wenn er im Bereich der 1260 hängen bliebe, ich gehe jetzt davon aus, dass ich recht habe, dass der Markt fällt, konsolidiert weiter fällt, für den Fall, dass der Markt es machte, dann müssen wir anfangen zu sagen, okay, entweder bietest du uns hier irgendetwas an, wie eine Art Doppelboden, dann müssen wir das Glück haben, dass du dann auch immer höhere Tiefs machst, damit wir das weiter verfolgen und du weiter steigst. Oder es kann auch sein, dass diese kleine Doppelbodenformation auch nur so eine kleine Bewegung macht und dann durchfällt. Deswegen so diese Unterstützung einfach zu kaufen hier. So, was machen wir also daraus? Aus meiner Sicht müssen wir dann Folgendes daraus machen. Wir müssen jetzt mal rausgehen und sagen, weißt du was, Kumpel? Du machst doch hier vielleicht eine Art Bullenflagge, oder? Stimmt. Wo jetzt die untere Begrenzung ist, ob es diese oder diese Linie ist, das wirst du uns noch zeigen müssen.
für den Fall, dass du bei 12,60 schön bullisch bleibst, okay, dann finden wir vielleicht keinen Einstieg oder 12,70. Macht aber nichts, denn entscheidend ist für uns was anderes, für den Fall, dass du dann wieder hier hochkommst. Und für den Fall, dass du dann wieder den Kampf mit dieser Widerstandszone aufnimmst, dann sagen wir, weißt du was, du hast einen richtig schönen Anstieg gemacht. Von knapp 100 Punkten musst du es nicht viel davon abgeben. Und dann bearbeitest du diese Widerstandszone und dann würden wir prozyklisch den Ausbruch aus dieser Zone drehen. Das ist die aktuelle Strategie. Und das kann noch eine Weile dauern. Das kann noch eine Weile dauern. Ich zeige euch mal, was ich damit meine. Schaut mal hier. Pullback, wieder ran, wieder Pullback, wieder ran, wieder Pullback, wieder ran. Bam, gescheitert. So. Es ist möglich, dass wir so etwas hier auch bekommen. Es muss nicht. Und dann müssen wir gucken. Löst er das bullisch auf oder löst er das bärisch auf? Long story short. Leute, wir hatten Ende des... hier hatten wir miteinander darüber gesprochen. Es ist eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Boden bekommen. Und dann hatten wir... hier das einmal Long versucht, hatten wir das zweite Mal das Long versucht. Ich habe euch gesagt, beim letzten Trade, ich passe den Stop an, weil es eine Widerstandszone ist. Wir realisieren einen schönen Gewinn. Und wenn jemand berufstätig ist und wenn jemand nebenberuflich tradet und nicht die ganze Zeit bei der Arbeit total nervös auf den Markt gucken will und jeden Kurs verfolgen will und ständig gucken will, was irgendwelche Finanzmarktanalysten, und ich wiederhole mich da gerne, Finanzmarktanalysten sind die natürlichen Feinde des Traders, weil die nichts vom Traden verstehen, die verstehen nur, was vom Finanzmärkte analysieren. Und nur Finanzmärkte analysieren kann jeder. Das Ganze aber in eine Trading-Anatomie zu gießen, wann gehe ich rein, wann habe ich eine gute Wahrscheinlichkeit, wo lege ich den Stop, was ist denn meine Zielzone? Das ist die Schwierigkeit. Und deswegen zeichnet der Finanzmarktanalyst hier eine Stange, sagt, hier ist der Pullback und hier ist die nächste Stange. Ja, wenn es so einfach wäre. Wenn man das nebenberuflich tradet, ist es so, schöner Trade, wunderbare Stange, jetzt ist erstmal eine wunderbare Konsolidierung angesagt. Entweder über die Zeit oder über den Preis. Lass doch mal den Markt entscheiden und dann finden wir den nächsten Einstieg. Und wenn ihr sagt, Mann, finde ich gut, was der macht. Wir bieten ja nicht nur die Ausbildung an. Wir haben jeden Tag ein Morgenbriefing für unsere Mentorschüler. Da haben wir zum Beispiel über Silber gesprochen. Wo denn für uns die entscheidende Zone wäre und was wir handeln würden. Und warum wir das handeln würden und was im Zusammenhang mit unserem System etwas damit zusammenhängt. Das heißt, Sie bekommen bei uns Vorbereitung auf ein Seminar mit Videos, die speziell auf Sie zugeschnitten sind. Sie füllen Fragebogen aus, sagen, was Sie können. Wir schicken Ihnen dann Videos zu und sagen, das ist, brauchen Sie unbedingt. Wenn Sie sagen, ich habe noch nie mit Chartsoftware gearbeitet, wir haben extra ein Webinar für Sie, wo wir Sie darauf vorbereiten, wie Sie mit Chartsoftware arbeiten. Und sie sagen, ja, ich habe noch nie eine Linie gezeichnet. All das ganz speziell auf sie zugeschnitten. Dann gehen alle mit den gleichen Fertigkeiten in ein Seminar, 3 Tage lang. Und danach begleiten wir sie ein halbes Jahr. Und bevor wir sie ein halbes Jahr begleiten, haben sie 5 Tage Zeit nach dem Seminar, sich das zu überlegen und zu sagen, war nicht so, was er mir versprochen hat. Ich möchte gerne mein Geld zurück. Kriegen sie. Ohne Wenn und Aber. Denn wir machen exzellente Arbeit. Wir wissen, dass wir exzellente Arbeit machen. Und wir wollen nur höchst zufriedene Klienten haben. Und deswegen gebe ich Ihnen gerne Ihr Geld zurück, wenn Sie sagen, war nichts für mich. Können Sie 5 Tage drüber schlafen. Wir haben noch 4 Plätze für unser Seminar im Mai. Und bis Ende dieses Monats gibt es noch 20% Frühbucherrabatt. Sie sind herzlich eingeladen. Informieren Sie sich doch gerne über unser Mentorprogramm. Ich freue mich, Ihnen Ihre Fragen dazu beantworten zu können. Was bleibt mir noch, Trader? Wie immer. Und vom Herzen wünsche ich euch, dass ihr hoffentlich alle sowas von kerngesund bleibt. Und wenn ihr das nicht seid, Mann, ich wünsche euch so viel mehr, dass ihr hoffentlich bald genesen werdet. Und wenn ihr mögt, wenn sie mögen, bleiben sie uns, Formationstrainern, doch bitte gewogen.